Staufach. Und wissen Sie, was man da reinpacken könnte? Eine detailgetreue, nach Ihren Wünschen gefertigte Miniaturausgabe eines Käfer-Cabrios. Und wie die in Handarbeit gebaut wird, das zeigen wir Ihnen jetzt. Seit über 10 Jahren baut Georg Memminger Luxuskäfer-Cabrios. Doch mit Preisen ab 50.000 Euro sind sie eine wohlüberlegte Anschaffung. Bei manchen Käufern wecken sie sogar den Wunsch nach mehr. Wenn die Kunden bei uns ein Auto bestellen, dann kommt immer die Frage, wo kriegen wir denn so ein kleines Modellauto her? Georg Memminger nimmt das selbst in die Hand und beauftragt einige Spezialisten. Der erste Schritt zum originalgetreuen Käfermodell ist das 3D-Digitalisieren des Originalfahrzeugs. Die Messingenieure Andreas Tietz und Matthias Krebs bauen in Memmingers Werkstatt ihr optisches Messsystem auf. Grundgerüst ist ein großes Stativ. Das ist jetzt der Sensorkopf. Das ist das eigentliche Messsystem, was jetzt aufs Stativ aufgesetzt wird. Für die exakte Digitalisierung sind genaue Referenzpunkte die wichtigste Voraussetzung. Ja, wir haben hier noch unsere Maßstäbe, eine exakt angemessene Länge, eine Identifikation. Und damit skalieren wir die Kamera für die Fotogrammetrie. Die Fotogrammetrie ist eine Messmethode, um aus Fotografien und genauen Messaufnahmen eines Objektes seine dreidimensionale Form zu erfassen. Andreas Tietz setzt sogenannte Referenzpunkte. Also die Technik funktioniert so ähnlich wie das menschliche Auge. Wenn ich nur mit einem Auge schaue, habe ich nur ein 2D-Bild. Sobald ich das zweite Auge mit hinzunehme, kann ich auch die Tiefeninformation, das räumliche Schauen realisieren. Und genauso macht es dieses System. Dadurch, dass es aus zwei Richtungen ein und dasselbe Bild, ein und dieselbe Oberfläche sieht, kann es auch als 3D-Information die Tiefe mit erfassen und dadurch pro Aufnahme bis zu 4 Millionen Bildpunkten auf dem Objekt erfassen. Als 3D-Koordinaten. Die kleinsten Punkte unterstützen das System bei der Ermittlung der Oberflächenbeschaffenheit. Zunächst macht der Ingenieur Fotos, die er auf den PC überträgt. Mithilfe dieser Bilder berechne ich durch eine Fotogrammetrie die Objektkoordinaten dieser Referenzpunkte. Mithilfe dieser bekannten Koordinaten tue ich mich nachher wesentlich leichter, bei der Erfassung der Oberflächen am Fahrzeug dieses in gesamter 3D-Geometrie zu erfassen. Mit den Referenzpunkten und den Fotos errechnet das System ein erstes einfaches 3D-Modell. Um Reflexionen bei der eigentlichen Messung zu vermeiden, sprüht Tietz das komplette Cabrio mit selbstverflüchtigendem Schaum ein. Nun kann er den Käfer Stück für Stück vermessen. Das schaut ja schon mal ganz gut aus, Herr Tietz, aber ich muss noch mal betonen, ganz wichtig ist, dass also auch jede Linie und jede Kante so erscheint auf dem Modell, wie es in Wirklichkeit ist. Durch die Möglichkeiten mit unserem System messen wir im 100stel-Millimeter-Bereich. Das heißt, selbst feinste Details wie hier diese Nut oder diese Phase im Bereich der Zierleiste werden wir mit dem System nachher auch darstellen können im CAD. Sehr schön, ja. Langsam und sehr sorgfältig arbeitet sich der Ingenieur mit dem Messgerät rund um das Auto. So entsteht am Computer ein originales, sehr genaues 3D-Modell des silbernen Cabrios. Diese Daten kann Andreas Tietz dann in einem CAD-Programm für eine CNC-Fräse verwenden. Um das umzusetzen, fährt Georg Memminger nach Dunningen im Schwarzwald. Guten Tag, Herr Memminger. Hallo. Ich habe die Daten mitgebracht fürs Modell. Ja. Dann gehen wir mal rein, können Sie angucken. Okay. Harry Trauter überträgt die Daten, um damit seine Maschinen zu programmieren. Oh ja, das schaut ja schon richtig gut aus, gell? Ja, da ist alles, was wir brauchen, drin. Verdeck, die Kotflügel, ja. Trittbretter, ja. Sitzbank, Seitenverkleidung, alles da. Alles da, ja. Mithilfe dieses CAD-Modells soll nun das erste Cabrio gefräst werden. Da ist jetzt das Material, aus dem wir das Teil fräsen. Aureol lässt sich schön bearbeiten. Okay. Und auch gut zum Fräsen und schön formstabil. Okay. Aureol ist ein spezielles Polyurethanharz aus dem Prototypenbau. Alle gängigen Spachtelmassen und Lacke können damit verwendet werden. Und wie lange dauert sowas? Es dauert ungefähr 10 bis 12 Stunden, das ganze okay. Teil. Gut. Modellbauer Alex Oser programmiert zunächst das sogenannte Schrubben,
In diesem Arbeitsgang wird großflächig Ureol abgetragen. Auch die Räder des Cabrios wurden eindigitalisiert. Am CAD-Rechner lässt der Modellbauer zwischenzeitlich eine Frässimulation für die Fuchsfelgen durchlaufen. So kann er Fehler vorab erkennen und das Fräsprogramm gegebenenfalls korrigieren. Wir fräsen jetzt da die Felge. Die fräsen wir in Alu, dass sie aussehen wie richtige Felge, also nicht in Kunststoff, sondern richtige Alufelge. Wir haben jetzt da auf der CNC-Fräse geschrubbt und geschlichtet. Und können wir dann nachher gleich angucken. Ja. Geht relativ schnell. Der Alu-Block kann nach wenigen Minuten aus der CNC-Fräse geholt werden. Nun muss Modellbauer Trauter nur noch die Felgen per Metallsäge aus ihrer Form holen und die überstehenden Anbindungen auf der Drehbank entfernen. Eine exakte Fuchsfelge im Maßstab 1:8 ist entstanden. Probieren wir mal den Reifen. Ja. Die passenden Reifen sind aus Gummi gegossen und haben das gleiche Profil und die gleichen Aufdrucke wie die Originale. Beim Karosseriemodell hat Modellbauer Oser zwischenzeitlich den Fräskopf gewechselt und das sogenannte Schlichten, das heißt die Arbeit an den feinen Konturen, durchgeführt. Da haben wir jetzt die gefräste Karosserie. Von denen machen wir jetzt eine Negativform, dass wir mehrere Teile rausmachen können. Gut. Die Negativform wird in mühevoller Handarbeit anhand des gefrästen Modells gebaut. Sie dient zur einfachen Vervielfältigung des Karosseriemodells. Zukünftige Exemplare entstehen durch das Gießen von Harz. Wir haben hier zwei Komponenten Harz, ungefüllt. Das nehmen wir speziell für solche Anwendungen, um jetzt hier die Karosserieform zu gießen. Das Harz, das vor dem Einfüllen mit einem Härter vermischt wurde, braucht ca. 15 Minuten, bis es ausgehärtet ist. So entsteht aus der Negativform des gefrästen Modells ein genauer Abdruck. Genauso hat der Modellbauer auch die anderen Kunststoffteile des Cabrios hergestellt. Ist gut geworden, ja. Das 1:8 Modell des Käfer Cabrio ist jetzt fast fertig. Unglaublich, wie genau die Teile bis ins kleinste Detail ihren großen Vorbildern entsprechen. Noch bevor die 40 Einzelteile zusammengesetzt werden, müssen sie natürlich noch die Farbe des Originals bekommen. Herr Trauter, muss ich Ihnen ein Kompliment machen an Ihrer Mannschaft. Haben es alles wunderbar hingekriegt. Georg Memmingers nächste Station auf dem Weg zum perfekten Käfermodell ist sein Lackierer in Geisenfeld bei Ingolstadt. Hermann, grüß dich. Grüß dich. Habe ich wieder Ganzlackierung da? Ja, machen wir wieder. Frage, wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt das Modell lackierst gegenüber vom Blech? Das ist eigentlich nur der Fülleraufbau ist anders, aber sonst ist es eigentlich das Gleiche, weil das soll ja original werden. Lackierer Sebastian Weber übernimmt die Vorarbeiten. Genau wie bei einem normalen Autolack muss zunächst Grundierung und Füller aufgetragen werden. Mit einem Füller mit etwas mehr Verdünnung spritzt er die Oberflächen eben. Der exzenter Schleifer mit feiner 400er Körnung beseitigt die letzten kleinen Unebenheiten. Für die absolute Perfektion sorgt dann der kritische Blick des Fachmanns. Dann folgt die eigentliche Farbdusche. In der Absaugkabine trägt Lackierer Jan Steyer mit geübter Hand möglichst gleichmäßig zwei Schichten Silbermetallic mit der Lackierpistole auf das Modell. Anschließend folgen noch zwei Schichten Klarlack. Und? Fertig? Ja. Schwasch. Das ist die ganze Lackierung. Oh, sehr schön. Toll. Gut, Hermann. Danke dir. Fertig. Servus. Zurück in Reichertshofen übergibt Georg Memminger die Einzelteile des komplett fertig produzierten Modells seinem Sohn Schorsch zur Endmontage. Alles wurde so geplant, dass die Teile sich leicht ineinander stecken und sich wieder demontieren lassen. Sie können aber bei Bedarf natürlich auch geklebt werden.
Am Ende ist Georg Memminger mit der geleisteten Arbeit richtig zufrieden. Dieses Auto kostet ein kleines Vermögen, es kostet fast 2.500 Euro. Und das ist nicht gedacht, dass man das einfach kauft und zum Spielen verwendet, sondern das ist entweder für den Kunden, der so ein Original zu Hause hat und das dann im Büro hat und sich freut, dass er am Wochenende Cabrio fahren kann oder vielleicht sogar abends nach Feierabend. Und das ist eigentlich ein Schmuckstück und genauso ein Unikat wie die großen Autos, also die richtigen Cabrios sind. Das Ergebnis spricht für sich. Der Kleine ist seinem großen Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. Schade nur, dass wegen der hohen Produktionskosten wohl nicht allzu viele dieser 1:8 Modelle des Käfer Cabrios entstehen werden.